Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und nach diesem richtig geilen, krassen Mega-Intro, herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine weitere kleine Runde Let's Play Assassin's Creed 3, was ja wesentlich verspäteter ist und wahrscheinlich deswegen keiner anguckt, weil ja jeder schon geguckt hat, wenn er es sehen wollte. Jetzt am Start mit neuem Fernseher, jetzt ist es genau so eingerichtet, wie ich es haben wollte. Fernseher, Schreibtisch, Bürostuhl. Oh, jetzt habe ich auch so mein Telefon-Headset, was denn nun? Mikrofon gestoßen. Wir haben ein Pferd, ganz typisch, mit Ausrufezeichen da hinten rumgammeln. Schweine, die wir... Kann ich die Schweine schlachten? Die Wachen nehmen ihn das sicher bald ab. Hoffentlich nicht. Achso, hier wird ein Eisen gelegt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die einstecken kann. Ja, eingesteckt. Mit gezogener Waffe wird man hier in Ketten gehangen. Weiß Bescheid. Hallo, werde ich jetzt in Ketten gehangen? Schubst du mich jetzt gleich? Da habe ich einen Grund, dich zu verprügeln. Alter Schwede. Okay, verteidigen! Wie verteidige ich mich nochmal? Aber mit B verteidige ich mich, ne? Habe ich die Waffe abgenommen? Ja, kein Problem. Aber kriege ich hier nicht irgendwie so eine Anzeige hier? Pass auf, du warst ein böser Junge hier. Du wirst jetzt gesucht. So. So, hier ganz locker und geschmeidig bleiben. Hier, verteidige dich. Jetzt schön drauf da. Lass die nicht aufstehen. Boah! Hast du das gesehen? So, das Ding. Lass das jetzt da liegen. So. Nehmen wir mal hier und so, ne? Würde ich mal sagen. 13, naja. 11. Hast du gerade hier bestohlen? Das ist mein Job, du Blöde. Okay, selber ein paar Soldaten. Was? Da war nichts? Ich bin gerade da nichts. Was passiert, wenn ich mich jetzt hier im Weg stelle? Bleibt er stehen? Nein, der schubst mich. Der schubst mich eiskalt weg. Aber geil, das ist jetzt diese Rena, hat man ja gerade gesehen, dass er trotzdem hier diese Waffen hier akzeptiert als Gegenwehr oder sowas. Das Pferd ist weg. Ja, war ich denn? Ja, du braver Junge. Ja, du bist ein feiner Junge. Ja, was hast du denn für ein hässliches Fell? Und du bist fett. Hab ich jetzt einen Wuffi? Folgst du mir jetzt? Ja, der Wuffi folgt mir. Ja, bist du feiner Junge. Ja, hab leider nichts zu frechen. Okay? Bist ein braver Junge. Schön. Ah, jetzt ein Hund. Was ist halb verwest? Ich hätte die gerade erst getötet. Folgt er mir jetzt? Ja, was denn? Ah, nicht weggehen, bleib hier! Oh, Wuffi! Ja, feiner Wuffi, ne? Gehen wir kacken jetzt, wa? Wir gehen mal hier lang. Was flenden die jetzt da? Hier, beweg dich mal. Los, ab! Du hast deine Hand im Kopf! So, jetzt wollen wir mal hier aufhören mit diesem Spelunke hier und gehen mal in die Spelunke rein. Ha, versteht er? Jetzt haben wir das Wort Spelunke benutzt. Ich bin so ein Gangster. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ich gucke ja meine eigenen Let's Plays nicht. Das kommt ja ziemlich erbärmlich rüber, meiner Meinung nach. Oh, die Gruppe wird langsam voller und der Tisch müsste mal größer werden. Wenn ich darf, ihr wecktet meine Neugier wegen Braddock. Schön, das freut mich. Ihr kennt euch von früher?
Edward war einst einer von uns. Und er war ein guter Freund von mir. Er war tapfer und kühn wie kein zweiter. Das änderte sich bei der Belagerung von Bergen auf Somme. Die Festung fiel an die Franzosen. Wir traten gerade den Rückzug an. Am Hafen war ein Boot versteckt, mit dem wir die Flucht antreten wollten. Als wir uns näherten, kam ein Mann mit seiner Familie auf uns zu und bat uns, ihn mitzunehmen. Ich willigte ein. Doch Edward widersprach. Ah, da sind die Augen. Der Mann nannte ihn einen Feigling und... Und Edward brachte sie alle um. Sogar die Kinder. Bis heute weiß ich nicht warum. War das seine erste Gräueltat? Oder hatte ich es einfach nie gesehen? Wie auch immer, danach war es nie mehr wie früher. Wir zogen noch ein paar Male gemeinsam in den Kampf, doch jedes Mal wurde es schlimmer mit ihm. Er tötete, tötete. Freund oder Feind, Zivilist oder Soldat, schuldig oder unschuldig. Es war ihm gleich. Sobald ihm jemand im Weg stand, musste er sterben. Er beharrte darauf, dass Gewalt die wirksamste Lösung sei. Es wurde sein Mantra. Joha. Das Herz. Das ahnte ich nicht. Er versteckt es gut und schüchtert jeden gewaltsam ein, der ihm auf die Schliche kommt. Wer nicht schweigt, den trifft alsbald ein großes Unglück. Wir sollten ihn aufhalten. Ihr habt wohl recht. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er mich zur Einsicht gebracht und gerettet werden kann. Ich weiß. Es ist sehr töricht, zu glauben, dass ein solcher Missetäter sich ändern könnte. Ich wollte euch nicht betrügen. Es tut mir sehr leid, dass ich davon anfing. Unsinn. Wir sind jetzt Brüder. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Schöne Szene auf jeden Fall. Oha, Hardcore-Gespräch hier. So, lass mal starten hier. Kollege, die ist ja langweilig. Da müssen wir was gegen tun. Willst ja auch bezahlt werden, ne? Willst ja auch so einen Namen, dass du bezahlt wirst. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, gutes euch, Satzi. Und Sie, wer? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann, lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Wie einfallslos ist diese Taktik denn? Boah, da hätte ich jetzt echt mehr erwartet als sowas. Keine Ahnung. Die suchen sich einen Voodoo-Magier und hauen da einen Drachen drauf oder sowas. Keine Ahnung. Nicht sowas Einfallsloses. Der hat doch keine anderen Klamotten. Angriff auf mein Signal. Verstanden. Machen wir es richtig, werden wir sie unvorbereitet treffen. Das Boston Country Journal, das beliebte Nachrichtenblatt. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Oh, Ausrufezeichen ist nie gut. Fucking Double Kill! Okay, zack, zack, zack! Bam, jetzt gebe ich euch allen! Okay, den Fahrer haben wir ausgeschaltet, wie es so aussieht. Der liegt da tot auf dem Boden. Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. What the fuck?
Das interessiert die Whitekins nicht. Zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Wenn eure Gelenke schmerzen, die Ohren bluten oder die Füße anschwellen, dann gibt es jetzt ein neues und hartes Beraubung. Weißt du, was das vorhaben? Wie viele Männer haben uns dort? Welche Verteidigung haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Wie soll ich das machen? Du brauchst das nicht. Ich verstehe, dass du was haben musst. So sei es. Jetzt verstehe ich, glaube ich, langsam diese Vorgeschichte. Es gibt mir jetzt einen Sinn. Indianerdame hier. Hast du nicht gesehen? Vielleicht macht das nachher alles einen Sinn, okay. Ich muss sagen, wie gesagt, ich weiß von nichts. Ich habe mir keine Let's Plays angeguckt. Identifiziert euch. Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Das macht er uns, bevor wir überhaupt da sind. Coole Sache. Was war das denn jetzt? Ich hab doch gesagt, Attacke. Meine Katze fragt sich auch gerade, warum. Schön. Weißt du etwas über Silas vorhaben? Wie viele Männer haben? Ach komm, das muss jetzt nicht sein. Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Schuss! Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Ah, Schleichmanöver. So. Da haben wir oben einen auf dem Dach, haben wir da. So, und wie mache ich das jetzt? Ich muss LB drücken. Ach so, ich habe die ganze Zeit LT gedrückt. Kann man das nicht funktioniert hier? Scheiße da! Halt! Identifiziert euch! Wo ist du? Das ist ein Wuffi! Greif den Feind an! Nice! Kein Problem. Die merken da auch gar nichts hier, ne? Hören nur tobt und Verderb. Aber sitzen da gechillt weiter. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Sitzmann! Du hast jetzt nicht wirklich den Hund getötet! Du mieses Schwein! Du kannst nicht so einen Hund töten! Das geht doch nicht! Hundi! Ne, Katzi! Schön, Katzen! Aha. Auf eure Posten! Ich will sie mir mal ansehen. Sag nur Bescheid, ich strecke sie nie. Boah, die machen gar nichts da hinten. So, gut, zu fein, ein paar Kameraden. Greift den Feind an! Wer ist euer Officer? Schnell und effizient, Alter. Eigentlich schon eine super geile Truppe hier zusammengestellt. Ja, kein Problem für mich. Alles frei. Oh, schönes Schiffchen hier. Baum. Ja, haben wir wieder die Bäume. Schön, Tannenbaum. Tannenbäumchen haben wir. Ach, hier. Die Frau, tötet die Frau. Entschuldigung. Strohhutpirat! Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas.
Rein dann. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Whatever. Sie, sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Um den kümmere ich mich. Er stirbt. Oh, oder er stirbt. Ja, das wäre meine nächste Antwort gewesen. Das Signal, wenn ihr bereit seid. Ja, man ist so auffällig. Da hinten ist ein, da ist eins, da ist eins. Da hinten haben wir keins. Da haben wir einen schönen Sonnenuntergang, meiner Meinung nach. Cool. Können wir uns mal mittendrin rein und so. Ja, kein Problem. Wen haben wir denn hier? Wovon redet ihr denn? Die Gefangenen. Annehmen, wer sind sie? Gefangenen. Ach so, ich muss das geheim machen. So. Okay, cool. Ich muss das so machen. Richtig nice. Das Signal, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit, bereit zum Abkassieren. So, wir sprinten mal ein bisschen, damit das mal hier ein bisschen. Vorsicht, da ist ein Gegner. Vorsicht, da muss das nicht lang. Vorsicht. Ich hab ihn gewarnt. Sehr geschickte Gegner setzen, sie setzen vollständig unter den Kopf, um den Ziel zu finden und zu töten. Okay, Gefangene befreit. Wen haben wir denn hier? Wovon redet ihr denn? Die Gefangenen. Haltung annehmen, Soldat. Wer sind sie? Wie Gefangenen? Ich sagte Haltung annehmen. Wer seid ihr, dass ihr mir befehlen könnt? Ein guter Freund von Mr. Tatscher. Oh, ich. Ach so. Entschuldigt. Und wenn du haltet zurück, würde ich die Zukunft sagen. So, jetzt steht da ein Typi. Kann ich den einfach so... Hat der gerade rote Augen gehabt? Lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich will die Gefangenen befreien. Blöder Arsch. Wo ist er denn? Geht weg. Das ist schön. Boah, mit der Hand, Alter. Lass mich jetzt in Ruhe, du Arsch. Schauen wir mal, da hinten sind die nächsten. Der hat mich im Visier, das Arschloch. Lass mich in Ruhe. Oi, Leute, verzeiht die Verspätung. Cutter hat mich lange schuften lassen. Du kennst Cutter? Wer hat mir wohl diesen Posten verschafft? Wir sind wie Brüder, ja, ne? Okay, da ist welche schon schiffsbereit hier in die Ladung. Wir bewegen uns mal ein bisschen schneller. Kollege, Mosche. Komme ich hier hoch? Da komme ich hoch. Lass mal hier hoch. Ich wollte nur mal aufs Klo. Muss mal dringend. So, kann ich den jetzt einfach abmuxen? Scheiße da, ich muss alles so machen wie nur möglich. Wenn ihr bereit seid. Ja, ich bin bereit, zum Abkassieren. Bäm! Lass
mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich bin nur ein Typ, der meint, er müsste hier lang.